Hallo, liebe Gräfenwiesbacher, herzlich willkommen zum neuen Video Ihres Ortsvorstehers hier aus Gräfenwiesbach. Ja, ich habe heute einen bunten Strauß an Themen mitgebracht. Das Video wird wieder entsprechend lang werden und damit Sie sich nicht alles ansehen müssen, werde ich Sie kurz einführen in die Themen, die ich heute besprechen möchte. Und Sie können dann über die Sprungmarken unten dorthin springen zu dem Thema, das Sie wirklich interessiert. Ja. Das erste Thema wird über die Taunusarkaden gehen. Da gibt es Neuigkeiten, ist ja auch nicht zu übersehen. Da gibt es ja ganz viele Aktivitäten und schon Poster, die da hängen. Da gibt es ein paar Sachen, die ich Ihnen erzählen möchte. Dann werde ich kurz auf die deutsche Glasfaser eingehen. Da gibt es nicht so viele Neuigkeiten, aber auch da äußere ich mich einfach zum Stand der Dinge. Dann geht es weiter mit dem Thema Schulstraße. Da haben wir auch was im Ortsbeirat besprochen. Dann das Thema Schwengelpumpe, auf das werde ich nochmal eingehen. Das war etwas, was wir vom Ortsbeirat gespendet haben und da gibt es auch Neuigkeiten. Dann werde ich auf die Spielplätze eingehen, da gibt es Renovierungsarbeiten. Und dann werde ich noch was zu unserem Dorfgemeinschaftshaus erzählen. Da gibt es auch, ja, also nicht unbedingt Neuigkeiten, aber wie es da jetzt weitergeht, da gibt es so Pläne. Und dann, last but not least, werde ich zum Thema Hundekotbehälter am Insektenhotel etwas sagen. Das begleitet uns ja schon 3 Jahre und ich hoffe, das Thema ist dann mit dem heutigen Entschluss erledigt. So, und dann fangen wir auch schon gleich an. Beginnen wir gleich mit den Taunusarkaden. Nun, ich hatte ja schon in einem meiner letzten Videos erwähnt, dass es sich hierbei um Privatbesitz handelt, der keinem Einfluss seitens der Gemeinde oder des Ortsbeirates unterliegt. Es kann verkauft, gekauft werden, man kann damit eigentlich machen, was man möchte. Einzige Ausnahme ist, wenn sich vom Bebauungsplan her Nutzungsänderungen ergeben. Das war ja auch die große Sorge, dass da was abgerissen wird und dann die Sachen anders genutzt werden. Das ist nicht passiert, also da gehe ich gleich drauf ein. Man muss vielleicht dazu wissen, der gesamte Gebäudekomplex besteht ja aus den Taunusarkaden, aus den Wohnhäusern oberhalb der Taunusarkaden. Dann etwas unterhalb diese Industriehalle und noch etwas unterhalb wiederum Wohnhäuser. Und der Herr Schätzler hat jetzt einen Teil an den Investor verkauft, und zwar den Teil der Industriehalle und den Teil der Taunusarkaden. Die Wohnhäuser sind da völlig unberührt davon und die Industriehalle und auch die Taunusarkaden wurden von einem Unternehmer, so wie ich das verstanden habe, aus Wiesbaden gekauft, der bereits im Gastgewerbe tätig ist. Das heißt, der Unternehmer hat die Taunusarkaden nicht gekauft, um die als Investitionsobjekt zu kaufen und es dann weiter zu vermieten, sondern er möchte diese Taunusarkaden selbst bewirtschaften. Das finde ich überaus positiv, weil man dann davon ausgehen kann, dass dann auch eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter ist und man den Laden am Laufen halten will und nicht nur auf die Miete spekuliert. Sie haben vielleicht schon gesehen, ich zeige Ihnen hier mal ein Foto, die Sachen sind schon beklebt, das geht auch jetzt ziemlich vorwärts, so wie ich das verstanden habe. Vorne soll wohl eine Art Pizzadienst reinkommen, also keine Pizzeria, sondern jemand, der Pizzas macht, vielleicht ähnlich der Pizzeria Bacco, dass man dort Pizzas bestellen kann, dass es ausgeliefert wird. So wie ich das verstanden habe, hat der Unternehmer in anderen Städten auch schon Erfahrung mit sowas. Dann in der Mitte sehen Sie da so eine Sportsbar rein, dass man geplant war, glaube ich, das Ganze zur EM zu eröffnen, aber heute beginnt ja die EM, mal schauen, wie schnell das Ganze geht, dass man dort eben Fußballspiele oder andere Sportereignisse verfolgen kann. Was auch kommen soll, ist ein indisches Restaurant. Der Unternehmer stammt aus Indien und wird das mit seiner Familie bewirtschaften, so wie ich das verstanden habe. Und auch das Hotel soll reaktiviert werden. Also eine Sache, die sich gut anhört, sowohl für die Gemeinde und für die Gräfenwiesbacher, weil die Taunusarkaden bewirtschaftet werden und weil dort Sachen hinkommen, die ich eigentlich für ganz gut halte. Wo ich noch keine Info habe, ist, wie die Industriehalle genutzt wird. Da gab es nur das Gerücht, dass unter Umständen diese für Festivitäten benutzt werden soll. Aber da lassen wir uns einfach mal überraschen. Wichtig an der Stelle ist, dass es A, aktiv genutzt wird, und zwar von dem Unternehmer, der die Immobilien auch gekauft hat, und dass eben da nichts abgerissen wird und keine Wohngebäude hinkommen. Die Taunusarkaden werden so benutzt, wie ihr Sinn eben das Ganze vorgesehen hat. Ja, das ist der Stand der Dinge derzeit. Also mein Gruß an den Unternehmer, herzlich willkommen in Gräfenwiesbach. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch in unserem Sinne, dass das Ganze floriert und dass die Gräfenwiesbacher das Angebot gerne annehmen. Kommen wir zur deutschen Glasfaser. Da habe ich tatsächlich nicht so viel Informationen, aber ich werde halt immer wieder gefragt, naja, Reiser, wie schaut es denn aus? Es ist ja jetzt Mitte des Jahres, da müssten ja schon die ersten Hausbegehungen beginnen.
Mein letzter Stand war, dass die Deutsche Glasfaser sich immer noch mit der Gemeinde einigt, wo die POPs, also die Point of Presence, diese zentralen Verteilerschränke hinkommen. Und es gibt in manchen Ortsteilen ist das geklärt, in Greifenwiesbach weiß ich jetzt nicht, ist anscheinend noch nicht geklärt. Und bevor das nicht endgültig feststeht, wird es auch noch keine Hausbegehungen geben. Also ich sage mal so, sie sind nicht ganz im Plan. Aber es wird im Hintergrund gearbeitet, es ist jetzt also nicht auf Eis gelegt, sondern es dauert einfach, bis man die Plätze gefunden hat, wo der Point of Presence hinkommt. Also sollte es da was Neues geben, melde ich mich hier an dieser Stelle wieder. So, jetzt kommen wir zur Schulstraße. Das war ein heiß diskutiertes Thema in einer der vergangenen Ortsbeiratssitzungen. Und zwar geht es darum, dass es ja die Straße, falls Sie sie nicht kennen, die hinterm Dorf Gemeinschaftshaus so schön den Berg hinabführt. Und von oben sieht es auch so aus, als wäre die auch gut befahrbar, bis es dann unten um die Kurve geht. Und die Kurve ist ziemlich eng, da gibt es auch kaum Platz für Fußgänger. Und wenn zwei Autos sich entgegenkommen, dann muss man schon rangieren, dass man da ordentlich durchkommt. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich stand da tatsächlich mal an der engsten Stelle und habe von der einen Seite ein Auto kommen sehen, von der anderen Seite ein Auto kommen sehen. Und die beiden waren relativ flott, sodass ich mir gedacht habe, okay, wenn die jetzt zusammenstoßen, dann bin ich und meine Kinder Matsch. Ist nicht passiert, ja? Ich sitze ja noch hier, von daher alles gut. Aber mir ist damit schon bewusst geworden, ja, könnte eng werden, ist unangenehm dort zu fahren. Ich habe das aber nicht weiter beachtet. Aber es kam durch ein anderes Ortsbeiratsmitglied, der auch angestoßen wurde, irgendwann mal auf die Agenda. Und dann hieß es, ja, es ist eigentlich schon eine Gefahrenstelle. So, Achtung jetzt, mein Nachbar hat gesagt, nö, ist keine Gefahrenstelle, ist ja noch nie was passiert in den letzten 30 Jahren. Stimmt so nicht. Wir haben ja auch einen Physiotherapeuten bei uns im Ortsbeirat. Und der hat tatsächlich eine Patientin, die da unten von einem größeren Auto abgeschossen wurde, als sie auf ihrem Roller gefahren ist. Also es ist nicht so ungefährlich da unten. Da ist also schon mindestens ein Mensch zu Schaden gekommen. Und wir haben uns dann überlegt im Ortsbeirat, wie kann man das entschärfen? Naja, sinnvoll wäre, wenn die Autos dort nur in eine Richtung fahren könnten und wollten da eine Einbahnstraße draus machen. Das haben wir auch vorgeschlagen, wobei da in meinen Augen zu Recht die Anwohner auf die Barrikaden gehen würden und würden sagen, na gut, jetzt habe ich eine Einbahnstraße, ich wohne ganz unten, dann muss ich durchs halbe Dorf fahren, damit ich da aus meiner Ausfahrt rauskomme. Also haben wir das erstmal liegen lassen. Und der Tobias Stahl, unser neuer Bürgermeister, kam dann mit einer Idee um die Ecke, die ich für sehr gut halte, der gesagt hat, naja, wie wäre es denn, wenn wir eine falsche Einbahnstraße draus machen? Falsche Einbahnstraße klingt jetzt komisch im deutschen Recht, aber man würde Folgendes machen, die Straße ist nach wie vor in beide Richtungen befahrbar, man würde aber unten am Eingang der Schulstraße, ich zeige Ihnen hier mal ein Foto, eine Tomate machen, also dieses Durchfahrtverbotenschild, dass man von unten nicht mehr reinfahren kann. Das würde bedeuten, dass die Anwohner nach wie vor, wenn sie dann noch mal drin sind in der Straße, in beide Richtungen fahren können, also oben nach unten, aber der Zufahrtsweg von unten blockiert wird, sodass da keiner reinfährt. Und bevor jetzt einer kommt und sagt, ja, wer hält sich da dran? Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich an Verkehrsschilder hält. Aber wenn das Ding dann dort ist, dann darf man halt von unten nicht mehr reinfahren. Eine Ausnahme soll es geben, das haben wir auch diskutiert, Fahrradfahrer sollen da ausgenommen werden, dass man die dann, ja, die sind an der Stelle eigentlich das Problem. Es gab noch einen zweiten Punkt, das fand ich auch ganz interessant, auch von Tobias Stahl, der gesagt hat, ja, was tatsächlich passiert ist, dass Lkw-Fahrer, ich stelle mir gerade so einen schönen Sattelschlepper, so einen Langholztransporter vor, die werden durchs Navi, wenn sie zum Beispiel von oben kommt, von der 456 nach Mühlstadt wollen, werden durchs Navi durch die Schulstraße geleitet. Und das sieht am Anfang doch ganz fluffig aus, wenn man da hinter dem Dorfgemeinschaftshaus langfährt, um dann unten festzustellen, dass das eigentlich eine böse Falle war, denn da kommt kein Langholztransporter mehr rum. Und das muss wohl schon passiert sein, dass da unten einer drin stand. Und was es gibt, das wusste ich auch nicht, es gibt eine Datenbank speziell für Lkw-Fahrer. Die Navis greifen auf diese Datenbank zurück und dann nimmt das Navi diese Straßen nicht mehr als gegeben an. Und deshalb ist es auch die Überlegung, oben am Dorfgemeinschaftshaus ein Schild hinzumachen und das auch in der Datenbank für Lkw-Fahrer zu hinterlegen, dass man sagt, LKWs ab einem gewissen zulässigen Gesamtgewicht dürfen in diese Straße nicht mehr einfahren. Das ist jetzt nicht, um die LKW-Fahrer zu ärgern, sondern das ist eigentlich, um den LKW-Fahrern zu helfen. Weil ich habe selbst keinen Führerschein für LKWs. Ich darf nur so einen Kinder-LKW bis 7,5 Tonnen fahren. Oh, meine Uhr schlägt. 3 Uhr. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man da unten mit dem Sattelzug drin steht, dass das eine ziemlich hässliche Situation ist.
Also das ist die Überlegung. Das ist jetzt noch nicht komplett ausgegoren. Also da werden die Anwohner noch gefragt, da wird noch drüber diskutiert. Aber das ist unser Vorschlag vom Ortsbeirat, dass man sagt, man macht da eine falsche Einbahnstraße draus, sodass man unten nicht mehr reinfahren kann. Anwohner können hin und her fahren, können das Ganze in beide Richtungen verlassen. Und für LKWs würde man es da oben sperren, einfach um die LKW-Fahrer vor so einer Engstelle zu schützen. Ja, das wäre es zur Schulstraße. Kommen wir zur Schwengelpumpe in der Bachstraße. Die ist ja vom Ortsbeirat gespendet worden. Und damals war der Herr Schmitz und auch der Bauhof sehr engagiert, da eine Lösung zu finden. Zunächst sollte die alte repariert werden. Das ging aber nicht mehr. Man hat also das ganze Element ausgetauscht. Und da musste aufgrund der bauartbedingten Gegebenheiten bei der neuen Pumpe, musste die halt verdreht eingebaut werden. Was dazu geführt hat, dass der Auslass der Pumpe nicht mehr bündig war mit dem Stein, sodass man da keinen Eimer mehr draufstellen konnte. Und wir haben dann den Ortsbeirat angefragt, ob man den Stein vielleicht nicht versetzen könnte, dass das Ganze wieder Hand und Fuß hat. Dummerweise ist aber da, wo der Stein hätte hinkommen müssen, ein Abflussrohr, was man dann beschädigt hätte. So ging es also nicht. Und wir haben die Sache erstmal nicht mehr weiterverfolgt. Und mein Dank unbekannterweise an denjenigen oder diejenigen, die sich das ausgedacht haben. Hier sieht man auf dem Foto eine schlaue Lösung. Man hat also eine Verlängerung an den Stein angebracht und hat es auch ein bisschen tiefer gestellt, sodass man dort einen Eimer draufstellen kann und entsprechend Wasser schöpfen kann. Also da scheint jemand seinen Beruf gern zu haben und hat sich da einfach was überlegt, ohne dass man groß hinterher sein muss. Finde ich sehr schön, die Lösung. Da scheint jemand seinen Job gern zu machen. Ja, mein Dank an der Stelle. Bei den Spielplätzen ist es so, dass sowohl in der Lindenstraße als auch in der Bachstraße als auch hier oben an der Wiesbachschule ein neuer Fallschutz installiert wird. Das heißt, die Holzschnitzel kommen weg und es wird so eine gummierte Fläche, die wahrscheinlich pflegeleichter ist. Und man hat jetzt hier an der Wiesbachschule begonnen. Die anderen Spielplätze stehen auch auf der Agenda. Man wollte aber nicht alle drei Spielplätze absperren. Das heißt, jetzt wird erstmal der an der Wiesbachschule gemacht und später kommen die Spielplätze in der Lindenstraße und in der Bachstraße dran. Auch dort wird es dann, wenn es nicht schon gemacht ist, einen Fallschutz geben und dann gibt es da zum Teil auch neue Schaukeln oder neue Spielgeräte. Und das Ganze wird in dem Jahr abgeschlossen werden. So, jetzt ist unser Dorfgemeinschaftshaus dran. Ich wollte ursprünglich mal ein richtig eigenständiges Video machen, aber es ist leider noch nichts entschieden. Ich wollte mal so die Historie aufrollen und ein bisschen näher beleuchten für Leute, die das noch nicht kennen, das ganze Drama. Ich fasse es mal kurz zusammen. Ich will es nicht zu sehr ausweiten, zumal es ja noch keinen endgültigen Beschluss gibt. Aber unser Dorfgemeinschaftshaus ist ja das ehemalige Schulgebäude. Das hat, es muss eigentlich saniert werden, aber es gibt zwei Damoklesschwerter, die über dem Haus schweben. Das eine ist der Denkmalschutz und das andere sind die Auflagen für den Brandschutz. Und um das dann ordentlich zu sanieren, werden Beträge aufgerufen, die in die Millionen gehen. Da wird einem echt schwindelig, sodass man fast sagt, ja, man könnte es ja abreißen, darf man nicht, ja, ist ja Denkmalschutz. Und seitdem wurde das Thema immer wieder verschoben. Ja, und es gibt ja zwei Sorten von Menschen. Manche Menschen, wenn die vor Probleme stoßen, dann erklären die einem lang und breit, warum das Problem nicht lösbar ist. Es gibt aber auch Menschen, die sehen Probleme und suchen nach Lösungen. Und ganz ehrlich, unser neuer Bauamtsleiter, schwieriges Wort, ja, der Herr Weber, der ist, glaube ich, ein Mensch zweiter Kategorie. Der hat das Problem gesehen, der versucht, Lösungen zu finden. Und es gibt Ansätze, wie man auf der einen Seite mit der Denkmalschutzbehörde da zurande kommt und auf der anderen Seite auch den Brandschutz Genüge tut, sodass man den ersten Stock, der ist ja im Moment gesperrt, dass man den ersten Stock auch wieder nutzen kann. Und zwar für einen, ich sag mal, überschaubaren Betrag. Ja. Eine Überlegung wäre zum Beispiel außen eine Brandschutztreppe hinmachen, sodass man aus dem ersten Stock, weil es geht auch ums Treppenhaus, dass die Menschen, wenn es da brennen sollte, dass die aus dem Gebäude kommen, dass man sozusagen über eine Fluchttreppe von außen darunter kommt. Aber das ist alles noch nicht spruchreif. Ich kann nur sagen, wir haben es diskutiert im Ortsbeirat und die Auskunft war, man ist an dem Thema dran, man versucht eine Lösung zu finden. Und ich bin, wir hatten ja vorhin das Thema Schwengelpumpe, ich bin frohen Mutes, dass es Menschen gibt, die mit Intelligenz und Fantasie dort Dinge erreichen können, die dazu führen, dass unser Dorfgemeinschaftshaus vielleicht wieder ohne dass man viel, viel Geld reinstecken muss, vollumfänglich genutzt werden kann. Ja, das zum Thema DG in Gräfenwiesbach und ja, hoffen wir das Beste.
kommen wir zu meinem Lieblingsthema, dem Hundekotbild am Insektenmuseum. Also für die Leute, die es nicht mehr auf dem Schirm haben, weil es schon so lange her ist, in einer unserer ersten Ortsbeiratssitzungen hat ein Mitglied gesagt, naja, es wäre schon irgendwie doof, die Bank, die ist da so schön, da sitzen die Leute und dann ist der ganze Hundekot da drin und im Sommer, da stinkt es halt. Muss ich ihm recht geben, habe ich ausprobiert, stinkt tatsächlich, ist alles voll Hundekot, wird ja auch genutzt, soll ja auch genutzt werden, aber ob man den nicht versetzen könnte. Ja, dann haben wir dann einen Antrag gestellt und dann irgendwann hat der Bau für sich gesagt, versetzen ist nicht so einfach, wir versetzen einfach die Bank. Und dann stand plötzlich die Bank irgendwo im Feld. Hat nicht lange gedauert, bis sie jemand wieder zurückgestellt hat, was ich einsehe, weil die Bank ist dort, wo sie steht, gut aufgehoben. Dann haben wir das Thema nach langer Zeit nochmal auf die Agenda genommen und sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass wir den Hundekotbehälter diesmal richtig versetzen. Und zwar an eine Stelle, ja, 100 Meter weiter oben. Ich zeige Ihnen mal ein Bild, ja, das ist aus dem Winter. Aber dort stört er nicht, weil das andere war schwieriger, wenn wir es weiter unten gemacht hätten. Da sind landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, die da um die Ecke müssen in diesem Bereich, wenn man es in Richtung Feld macht. Die Stelle dort, die ist einfacher hier an dem Schnittpunkt. Und da kommt er eben hin. Und dann ist das Thema hoffentlich nach 3 Jahren endlich aus unserer Ortsbeiratssitzung draußen, so wie zum Hundekotbehälter am Insektenhotel. Ja, liebe Gräfin Wiesbacher, damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Es waren viele Themen, war mit Sicherheit auch lang. Ich weiß gar nicht, wie lang es jetzt geworden ist, aber wenn Sie bisher dran geblieben sind, vielen Dank. Vielleicht war ja auch was dabei, was Sie interessiert hat. Und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video. Bis dahin bleibe ich Ihr Frank Reiser.